recorded. So, jetzt auch für alle in allen Sprachen. Es wird aufgezeichnet. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Radwege-Info-Webinar an diesem hoffentlich auch bei Ihnen strahlenden und sonnigen Mittwoch vor Ostern. Und wir freuen uns wirklich über die rege Zahl an Anmeldungen und natürlich jetzt hier auch an Teilnehmern. Wir hatten tatsächlich am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass das Interesse so groß ist, aber freuen uns natürlich jetzt riesig, dass wir mit dem Webinar auch auf dem richtigen Weg sind. Nochmal für alle, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, das Web ist organisatorische mal vorab. Das Webinar wird aufgezeichnet und im Nachgang allen angemeldeten Teilnehmern auch zugeschickt. Und auch die Folien werden Sie als PDF bekommen. Also Sie können sich entspannt zurücklehnen und müssen nicht alles mitschreiben. Entspannt auch deshalb, weil alle Teilnehmer stumm geschaltet sind und auch die Videofunktion ist aus. Das heißt also, entspannt zurücklehnen, kann Ihnen dann nichts weiter passieren. Für Fragen an uns nutzen Sie bitte nicht Handheben, sondern nutzen Sie die Chat-Funktion. Wir werden unterhalb des Webinars werden wir wahrscheinlich nicht dazukommen, die zu beantworten, aber wir haben zum Ende durchaus die Zeit dafür reicht, Fragen und Antworten übrig und dann versuchen, auf die eine oder andere Frage einzugehen. Zur Auflockerung haben wir uns natürlich Fragen für zwischendrin überlegt, sozusagen um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und wir fangen auch tatsächlich mit der allerersten an, die in unserem ureigensten Interesse liegt. Bevor ich dazu übergehe, zu sagen, was Sie heute erwartet, gleich vorab die allererste Frage, wieso Sie heute an diesem Webinar teilnehmen. Achtung, Frage kommt. Bitte beantworten Sie eine der Fragen und wir gucken mal, fleißig bitte beantworten. Es tickert und es rennt. Okay. Wir haben ein Ergebnis, was relativ ausgeglichen ist. Tatsächlich sind Radwege bei allen ein großes Thema, so auch bei uns und auch die Info zu den Fördermitteln und natürlich auch ins Straßenmanagementsystem. Also relativ ausgeglichenes Ergebnis. Natürlich, Radwege sind aktuell ein Thema. Achtung, dann sind Sie hier genau richtig. Wie blende ich denn das jetzt wieder aus? Ilka, wie blende ich denn das jetzt hier wieder aus? Wir sehen die Umfrageergebnisse nicht mehr. Ja, es ist bloß bei mir mitten in meinem Bild und ich kriege es nicht wieder weg. Deswegen, jetzt. Genau. Achtung. Also alle Fehler, wie die hier, ne, haben wir bewusst eingebaut, um die Aufmerksamkeit groß zu halten. Wie gesagt, Sie sind richtig bei uns. Alle die Gründe sprechen dafür. Was erwartet Sie in der nächsten Stunde? Ich möchte gern mit der Reihenfolge gleich unsere Gäste begrüßen, auch in der Reihenfolge, wo der Programmpunkt zum Tragen kommt. Und wir werden starten mit dem AGFK, mit der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern und begrüßen hier dann nachher zu ihrem Vortrag Frau Sarah Guttenberger. Im Nachgang werde ich mich mit Herrn Sebastian Kutsche vom Bauhof in Treuchtlingen tatsächlich in die Praxis begeben. Wie schaut Verkehrssicherheitskontrolle, wie schaut die Pflicht aus, der Verkehrssicherheit umzusetzen, Kontrolle, Instandhaltung von Radwegen. Und gleich danach, auch aus Treuchtlingen zugeschaltet, ist uns der Herr Herbst, der Leiter des Stadtbauamts. Weil bevor man einen Radweg überhaupt unterhalten kann, muss man ihn erstmal planen und umsetzen. Und er hat sich da intensiv mit beschäftigt und wird uns dazu erhellen. Und zum Abschluss, leider nicht von Frau Sandra Muhr, meiner Kollegin, die sich intensiv in das Thema eingearbeitet hat, die fällt krankheitsbedingt aus, habe aber die freudige Nachricht, dass ich charmante Unterstützung von meiner Kollegin Ilka Schlosser habe, die das Thema für uns bearbeiten wird. Wir fangen an mit der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen
und habe auch in diesem Sinne tatsächlich nochmal eine Umfrage für Sie. Und zwar, bevor wir losstarten, die Frage an Sie: Sind Sie bereits eine fahrradfreundliche Kommune, ja oder nein? Das interessiert uns natürlich schon. Fleißige Teilnahme. Ein absolut spannendes, auch wieder spannendes Ergebnis. Tatsächlich fast 50% sind ja nein. Es ist ziemlich ausgeglichen, 48 zu 52. Es freut uns natürlich in die eine Richtung, weil Frau Guttenberger hat gute Arbeit geleistet, beziehungsweise nicht nur Frau Guttenberger, sondern auch ihre Kollegen der AGFK. Sie ist vom Geschäftsführerin des AGFK in Bayern. Und sie hat natürlich auch Kollegen in ganz Deutschland weit sitzen. Und deswegen, wenn 50% schon fahrradfreundliche Kommunen sind, dann hat sie, haben, hat er, hat, ich sage immer der, die AGFK, die Arbeitsgemeinschaft schon gute Arbeit geleistet. Und für die anderen 50 kommen jetzt hoffentlich spannende Einsichten. Frau Guttenberger, ich übergebe das Wort an Sie. Ja, vielen Dank, Frau Fürbeck. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich Ihnen heute die kommunalen Arbeitsgemeinschaften für Fuß- und Radverkehr vorstellen kann und auch einen kleinen Einblick in die Aufnahmekriterien dann geben kann. Genau, Sie können gern die nächste Folie einblenden. Dort sehen Sie eine Übersicht, das bundesweite Netzwerk der Arbeitsgemeinschaften. Es gibt inzwischen 11 Arbeitsgemeinschaften zur Förderung des Radverkehrs und Fußverkehrs in Deutschland. In diesen Arbeitsgemeinschaften können Städte, Gemeinden und Landkreise Mitglied werden. Die Aufnahmevoraussetzungen sind in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe auch noch mal diese Kontaktinformationen. Wir machen Radverkehr mit angegeben. Dort finden Sie zur jeweiligen Arbeitsgemeinschaft in Ihrem Bundesland auch noch mal weitere Informationen. Ja, wir setzen uns eben zum Ziel, die Nahmobilität zu fördern. Und ich würde Ihnen da auf der nächsten Folie auch noch mal zeigen, welche Ziele wir genau verfolgen. Also ein großes Ziel der Arbeitsgemeinschaften ist es, mehr Radkultur in den Kommunen zu schaffen. Das heißt, wir möchten, dass das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel in den Kommunen wahrgenommen wird und auch ganz normal zur Stadtkultur oder Landkreiskultur zählt. Ein weiteres Ziel der Arbeitsgemeinschaften ist, den Austausch zu fördern, mehr Austausch zwischen den Kommunen, aber auch mehr Austausch mit den unterschiedlichsten Akteuren der Radverkehrsförderung, wie beispielsweise dem ADFC, der Verkehrswacht, den ganzen verschiedensten Verbänden, die sich in dem Themenbereich befinden, aber auch Institutionen oder beispielsweise Landtag, Bundestag, dass da einfach der Austausch gefördert wird. Wir setzen uns auch ein für mehr Verkehrssicherheit. Also das Fahrrad soll eben als alltägliches Verkehrsmittel wahrgenommen werden. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, dass das Fahrrad als sicheres Verkehrsmittel wahrgenommen wird. Denn nur wenn sich Menschen auch sicher auf dem Rad fühlen, ist es auch einfacher, da diesen Umstieg vom MIV aufs Rad zu fördern. Ein großes übergeordnetes Ziel ist auch die Erhöhung des Rad- und Fußverkehrsanteils. Das heißt, wir möchten eben Menschen zum Umstieg gewinnen. In Bayern beispielsweise ist auch das Ziel, den Radverkehrsanteil im Freistaat auf 20% bis 2025 zu erhöhen. Und auch jede einzelne Mitgliedskommune bei uns setzt sich nochmal ein individuelles Ziel, um den Radverkehrsanteil zu erhöhen. Auch die konstruktive Zusammenarbeit ist uns ganz wichtig. Ich habe es ja eben schon erwähnt, zum einen der Austausch, zum anderen aber auch die Zusammenarbeit. Die Arbeitsgemeinschaften arbeiten beispielsweise eng mit den Verkehrsministerien zusammen. Wir stehen auch im Kontakt mit verschiedenen Forschungseinrichtungen, mit Planungsbüros, aber auch die konstruktive Zusammenarbeit mit den Kommunen soll eben durch den Verein nochmal stärker gefördert werden.
Wir möchten auch attraktive Städte schaffen. Durch mehr Nahmobilität steigt natürlich auch in den Kommunen die Lebensqualität, die Aufenthaltsqualität. Und so ist es ein weiteres wichtiges Ziel der Arbeitsgemeinschaften. Und eigentlich ganz klar, auch Klimaschutz ist ein Ziel. Das heißt, wir möchten, dass einfach mehr Wege mit dem Rad und zu Fuß zurückgelegt werden. Gerade die kürzeren Wege um die 5 Kilometer bietet sich es einfach an, das Rad zu nutzen. Und man leistet dadurch natürlich auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Genau, dann können Sie gerne die nächste Folie öffnen. Ja. Genau. Ja, welchen Mehrwert haben jetzt die Kommunen, wenn sie Mitglied in einer der Arbeitsgemeinschaften werden? Zum einen den Wissensvorsprung durch das Know-how in den Geschäftsstellen und den Kontakten zu Land und Bund. Das heißt, durch diese enge Zusammenarbeit liegen uns immer sehr schnell, sehr aktuell die Informationen vor. Und wir können die auch an die Mitgliedskommunen weiterleiten, auch beispielsweise, wenn es um Förderungen geht. Da kommen Sie später auch nochmal auf das Thema. Aber das ist ein Mehrwert, den unsere Mitgliedskommunen einfach dadurch erhalten. Auch die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sagen immer, die Kommunen müssen das Rad nicht neu erfinden. Die Kommunen sind untereinander sehr gut vernetzt. Das heißt, wenn es beispielsweise um Ausschreibungen geht, stellen Kommunen Musterunterlagen zur Verfügung oder wenn Erfahrungen zu verschiedenen Projekten, Infrastrukturmaßnahmen, Kampagnen untereinander ausgetauscht werden, ist auch da eine sehr gute Vernetzung und der Erfahrungsaustausch da. Wir bieten den Kommunen auch Fortbildungen und einen entsprechenden Wissenstransfer, beispielsweise durch Seminare und Exkursionen. Die AGFK Bayern organisiert zum Beispiel jetzt Anfang Mai eine Exkursion zum Thema Radschnellwege nach Frankfurt und Göttingen, wo sich dann die Vertreter und Vertreterinnen aus den Mitgliedskommunen einfach vor Ort nochmal ein Bild machen können und auch mit Experten diskutieren können. Und wir bieten auch immer wieder Seminare zu aktuellen Themen wie Baustellenmanagement, Änderungen der StVO und so weiter an, also je nachdem, was eben gerade aktuell im Bereich Radverkehr ist. Und ein weiterer Baustein ist die Interessensvertretung und Lobbyarbeit. Das heißt, wir sind als Arbeitsgemeinschaften relativ nah an den Kommunen dran, wissen auch, wo liegen die Herausforderungen, wo brauchen Kommunen mehr Unterstützung von Bund und Land beispielsweise und bringen dann diese Interessen auch ein. Also da waren wir beispielsweise im letzten Jahr auch bei einer Landtagsanhörung eingeladen, woraus sich dann auch einige Anträge und Beschlüsse ergeben haben rund zum Thema Radverkehr. Die Arbeitsgemeinschaften beraten auch ihre Kommunen. Wir arbeiten alle sehr eng mit verschiedenen Experten zusammen. Ein Format ist zum Beispiel die Planerwerkstatt. Dort können Kommunen ihre Planfälle, die vielleicht unlösbar sind oder wo man nicht weiß, wie plane ich hier jetzt weiter, einreichen. Und gemeinsam mit verschiedenen Experten und auch Planern aus anderen Kommunen werden dann diese Fälle besprochen und Lösungen gesucht. Also da versuchen wir auch immer, Ihnen auch bei unlösbaren Fällen einfach weiterzuhelfen und nochmal diesen Blick von außen und eben mit Experten einzubringen. Dann beteiligen wir oder initiieren wir als Arbeitsgemeinschaften auch Modellprojekte und Forschungsvorhaben. Es läuft beispielsweise in Baden-Württemberg derzeit ein Modellprojekt. Auch in Bayern haben wir ein Modellprojekt zum Thema Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen durchgeführt. Zum Thema Schutzstreifen gab es schon Modellprojekte und da können sich natürlich die Mitgliedskommunen auch immer wieder beteiligen und auch so Maßnahmen in ihren Kommunen zumindest mit Modellcharakter umsetzen, die anders eventuell nicht umsetzbar wären. Genau, dann ist ein weiterer Punkt, dass die Arbeitsgemeinschaften die Kommunen bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Pressearbeit und bei Kampagnen unterstützen. Das heißt, wir als Arbeitsgemeinschaften entwickeln Materialien, die dann in den Kommunen eingesetzt werden können, sodass die Kommunen natürlich auch wieder personelle und finanzielle Kapazitäten einsparen können. Also wir sagen immer, wir entwickeln zentral und die Materialien können dann dezentral in den Kommunen eingesetzt werden, sodass wir sie da auch bei der alltäglichen Arbeit unterstützen können.
Genau, das war jetzt nur ein sehr kleiner Einblick. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Angebote und Mehrwerte für Kommunen, die in der AGFK Mitglied sind oder Mitglied werden möchten. Und auch da kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal auf die Homepage der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften. Dort sind dann die einzelnen Projekte und Beteiligungsmöglichkeiten auch nochmal etwas genauer dargestellt. Genau, und ich würde jetzt gerne auch noch mal darauf eingehen, wie wir die Kommunen bei der Radverkehrsförderung unterstützen, beziehungsweise in welchen Säulen. Also uns ist es sehr wichtig, dass Radverkehr ganzheitlich in den Kommunen gefördert wird. Das heißt zum einen im Bereich Infrastruktur, im Bereich Information, Kommunikation und Service. Und diese vier Säulen finden sich dann auch wieder in diesen Aufnahmekriterien beziehungsweise Zertifizierungskriterien der einzelnen Arbeitsgemeinschaften wieder. Und ich würde zu Beginn auf die Infrastruktur nochmal näher eingehen. Da könnten wir dann auch direkt auf die nächste Folie. Genau, also Infrastruktur ist natürlich der Grundbaustein bei der Radverkehrsförderung. Die Kommunen sollten für mehr Fahrradfreundlichkeit eben Infrastruktur, ein Radverkehrsnetz schaffen, in dem der Radverkehr sicher und komfortabel vonstatten gehen kann. Das heißt, die verschiedensten Führungs- und Sicherungselemente sollten einfach berücksichtigt werden, beispielsweise Radwege, Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Fahrradstraßen. Und die Grundlage dafür sollte ein Radverkehrskonzept und auch die Netzplanung dann in dem Zusammenhang bilden, sodass die Kommunen einfach systematisch die Infrastruktur ausbauen und auch unterhalten und fördern können. Und beim Thema Infrastruktur ist natürlich auch wieder dieses Thema Verkehrssicherheit und Unterhalt ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir schauen natürlich auch bei den Kommunen, bei den Bereisungen, die dann vor Ort stattfinden, wie die schaut die Infrastruktur auch tatsächlich aus und wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, um die eben einfach sicherer und schlüssiger zu gestalten. Genau, die nächste Säule ist die Information. Da ist es uns einfach wichtig, dass die Kommunen zum einen die Bürgerinnen und Bürger über die Vorteile des Radfahrens und über die Rahmenbedingungen informieren, beispielsweise übers Internet, über Broschüren, über Flyer. Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Einmal im Landkreis Starnberg wurden Schutzstreifen markiert. Das war dort noch eher unbekannt. Deswegen wurde ein Flyer erstellt, der einfach aufzeigt, was bedeuten jetzt Schutzstreifen, wie muss ich mich als Radfahrer dort verhalten und wie auch als Pkw-Fahrer. Und das andere Beispiel ist aus Memmingen. Da wurde eine Fahrradstraße eingerichtet und eben auch mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet, um da einfach alle Verkehrsteilnehmer und auch die Anwohner zu informieren, was jetzt diese Fahrradstraße bedeutet. Genau, die Kommunikation ist die dritte Säule. Da ist es uns einfach wichtig, dass die entsprechende Kommunikation zum einen zwischen Politik und Verwaltung stattfindet, aber auch mit den Bürgern, beispielsweise in einem runden Tisch Radverkehr. Das ist auch wieder ein Aufnahmekriterium beispielsweise, sodass man sich da auch mit verschiedensten Beteiligten, auch wie Polizei oder ADFC, zusammensetzt und so dann auch zielgruppenorientiert eben die Angebote entwickeln kann. Auch das Radverkehrskonzept beispielsweise, da empfehlen wir wirklich, das im Rahmen einer Bürgerbeteiligung auch zu erarbeiten, dass da die Akzeptanz gesteigert wird. Und zum Thema Kommunikation zählt auch nochmal Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, die für die Nutzung des Fahrrads werben, sodass einfach ein nachhaltiger Einstellungs- und Verhaltenswandel durch diese Öffentlichkeitsarbeit herbeigeführt werden kann und die Bürgerinnen und Bürger dazu motiviert werden, das Rad zu nutzen. Und die letzte Säule ist das Thema Service. Unter Service verstehen wir die Komponenten, die zu einer bequemen und komfortablen Nutzung des Fahrrads beitragen. Das können Kleinigkeiten sein, wie Haltegriffe an Ampeln beispielsweise oder verschiedene Angebote wie einen Fahrradverleih, Reparaturstationen oder Reparaturservice, bewachtes Fahrradparken, Gepäckaufbewahrung. Aber auch das Thema Winterdienst zum Beispiel für den Radverkehr ist ein Serviceangebot, um das ganzjährige Radeln im Alltag weiter zu fördern.
Genau, und diese vier Säulen finden sich eben in den Aufnahmekriterien der Arbeitsgemeinschaften wieder. Wir unterstützen mit unseren Angeboten auch die Kommunen in diesen vier Säulen. Und wir denken eben, Radverkehr kann nur dann effektiv gefördert werden, wenn er ganzheitlich und systematisch eben bearbeitet wird, Maßnahmen geplant werden und die Grundlage dafür eben ein Konzept beispielsweise bildet. Genau. Soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeitsgemeinschaften mitbringen und stehe natürlich dann auch später gerne noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Frau Guttenberger. Das war jetzt sehr viel Information, kompakt und geballt auf einen Fleck. Ich bin tatsächlich selber ganz froh, dass wir da im Nachgang die Möglichkeit haben, das alles nochmal nachzulesen, weil wir die Folien, wie gesagt, als PDF zur Verfügung stellen werden. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle und auch die Kontaktdaten von Frau Guttenberger werden bei den Folien, die wir dann rausschicken, mit dabei sein. Also wenn jemand noch die eine oder andere Frage hat. Frau Guttenberger, ich glaube, Sie sind da ganz offen dafür. Super, vielen Dank. Nächster Punkt und tatsächlich, da fange ich mit was an, was mir selber am Herzen liegt. Ich bin tatsächlich auch begeisterte Freizeitradlerin und ich leite, das ist der geschickte Übergang zu unserem nächsten Thema. Wie können Radwege ausschauen? Was bedarf es im Unterhalt? Was muss man dafür tun, dass Sie, und in diesem Fall haben wir hier, habe ich Ihnen zwei Beispiele mal mitgebracht, so könnten Radwege ausschauen. Das wäre so die Wunschliste, ja, das wäre das Beste. Radwege können aber auch so ausschauen. Und wenn man im Hinterkopf behält, dass Radwege nicht nur von Radlern benutzt werden, sondern auch von Fußgängern und natürlich auch, ja, gerade im Sommer Inliner-Fahrern, ja, dann wird man jetzt hier auf dem rechten Beispiel sich schon überlegen, ob man da nicht was machen sollte, weil ich kann es Ihnen dann tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, also da fahren Sie nicht wirklich gern mehr rum. Ne? Was es dazu bedarf, das am Laufen zu halten, darüber werde ich mich jetzt mit Herrn Kutsche vom Bauhof in Treuchtlingen unterhalten. Aber bevor ich das tue, habe ich tatsächlich noch mal zwei Fragen an Sie. Ich verwirre die hier immer. Die neue Frage an Sie, bevor wir das machen, ist mal, wie haben wir denn die genannt? Die Radwegekontrolle. Genau. Achtung, ich starte es mal. Die Frage an Sie. Wie kontrollieren Sie Ihre Radwege aktuell? Zwei Antworten zur Auswahl. Händisch, analog oder bereits digital mit Smartphone und Tablet. Umfrageergebnisse. Tickern hoch. Wir haben ein Ergebnis. Tatsächlich haben 80% mit händisch und analog gearbeitet. Da sind sie auch in bester Gesellschaft. Das ist tatsächlich bei den meisten Kommunen noch so. Lediglich 20% haben mit digital Smartphone und Tablet arbeiten mit Smartphone und Tablet. So, dann eine zweite Frage. Ich muss das bloß immer hier runterschieben, das rutscht immer wieder hoch. Achtung, noch einmal die Frage, wie Sie das genau tun. Einmal ist ja die Frage, was heißt wie, analog oder digital, aber auch, wie es tatsächlich abläuft. Wie kontrollieren Sie es? Zu Fuß, mit einem Schmalspurfahrzeug, mit einer Kehrmaschine oder mit dem Rad tatsächlich? Okay, ich denke mal, kommen immer noch Angaben rein. Ich denke mal, wir haben ein Ergebnis. Es kommt immer, dann blendet es mal wieder um, wenn noch einer kommt. 42% haben geantwortet mit einem Schmalspurfahrzeug und der Kehrmaschine. 29% jeweils mit dem Rad oder zu Fuß. Ja, das ist, finde ich, spannende Aussage. Deswegen, in diesem Sinne leite ich damit über
zu meinem Gesprächspartner Sebastian Kutsche und bitte wundern Sie sich nicht, Sebastian und ich sind per Du und ich möchte auch nicht krampfhaft immer Herr Kutsche zu ihm sagen, weil wenn Sie mal draußen so einen 10-Kilometer-Test mit uns gefahren haben und fast 2 Stunden im Auto saßen und Kontrolle gemacht haben, dann wechselt man schon gelegentlich mal ins Du. Sebastian, hallo, grüß dich. Hallo Petra. Hi, grüß dich. Wie gesagt, wir haben ja schon Kontrolle zusammen gefahren mit dem Auto. Leider mit dem Rad hat es wetterbedingt jetzt noch nicht geklappt. Daher für alle anderen erstmal die Frage an dich, wie viele Kilometer Radwegenetz musst du denn in Treuchtlingen betreuen? Also hallo erstmal an alle, die zuhören. Wir haben in der Stadt Treuchtlingen ca. 60 Kilometer Radwege zum Kontrollieren. Die sind teilweise asphaltiert, teilweise geschottet. Okay. Teilweise asphaltiert, teilweise geschaut. 60 Kilometer, das ist ja schon eine Hausnummer. Wo hast du gerade getippt? Hast du mitgevotet? Zu Fuß, händisch, Schmalspurfahrzeug oder mit dem Fahrrad? Also gewotet hätte ich gern mit dem Fahrrad, aber tatsächlich haben wir es eigentlich die letzte Zeit mit dem Pkw gemacht. Ist bei uns eher ländliche Gegend, da kann man mit dem Pkw oder mit dem Schmalspurschlepper die Radwege abfahren. Und so haben wir es die letzte Zeit gemacht, aber seit neuestem ja Gott sei Dank anders. Wie oft kontrolliert, also gibt es Maßgaben, wie oft du das machen musst? Also wie oft müsst ihr Radwege kontrollieren? Weil die Frau Guttenberger hat ja jetzt gerade auch erzählt, auch Service ist ja auch das im Winter zu machen, ne? Herbst, Winter, wie oft müsst ihr das abfahren oder machst du es in dem Fall? Also leider hat man es immer zu wenig abgefahren in der Vergangenheit. Man sollte schon alle 4 Wochen die Nebenstrecken abfahren und doch etwas öfter die Hauptstrecken, die groß frequentierten Radwege, sollte man doch öfter abfahren. Und jetzt nutzt man eigentlich die Gelegenheit, wenn man unterwegs ist mit dem Radl, was ich bin in der Stadt, dass ich dann das Smartphone mitnehme und dann die Radwege gleich kontrolliere, egal wo ich hinfahre. Was sind denn so klassische Schäden, also wo du notierst, wo du sagst, oh Gott, da muss ich ran, da muss man was machen? Ja, auf die wassergebundenen Wege ganz klar die Schlaglöcher. Bei uns sind die Radwege teilweise an der Wirtschaftswege, wo die Landwirte mit die Schlepper ein- und ausfahren und dadurch gibt es halt riesengroße Schlaglöcher. Auf die Asphaltstraßen oder Wege sind es Risse, Querrisse, schlecht wieder eingebaute Querungen von irgendwelchen Kabeln, die gemacht worden sind oder einfach, wenn der Rand von die Radwege abbricht durch eben auch die Mitbenutzung von die Traktoren, dass man da dann wieder zum Schuss kommt und die Bankette eben auch wieder repariert und die Anschlüsse. Wie sieht denn dann so dein Bauhofalltag im Allgemeinen oder insbesondere im Hinblick auf Radwege aus? Wie muss sich das jemand vorstellen, der nicht im Bauhof arbeitet? Was beschreib es einfach mal so einen ganz normalen Tag bei dir. Naja, ich schaue jetzt gerade mit dem Vialytics, dass man jede Fahrt irgendwie aufzeichnet, sei es jetzt mit dem Auto. Wir haben ja beide Systeme von euch. Wir können ja die Straßenkontrolle machen und die Fahrradwegkontrolle. Egal, ob ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich in die Ortsteile unterwegs bin oder ich fahre in der Stadt mit dem Fahrrad, schaue ich, dass ich immer die Radwege nutze. Und dass ich dann gleich die jeweiligen Radwege mit kontrolliere. Das ergibt sich, weil ich bin ja sowieso unterwegs und nutze dann die Zeit und mache das gleich mit. Wie hast du es denn dann eigentlich vorher gemacht? Also weil jetzt mit Smartphone, klar, jetzt gibt es ja, jetzt, seit wir uns kennen, aber wie lief es vorher ab? Ja, vorher hat man einen Kontrollbericht gehabt und hat es einfach wie früher, sage ich mal, wie man es gelernt hat, hat den Radweg aufgeschrieben von A nach B und den Tag und die Uhrzeit von wann bis wann man den kontrolliert hat. Man hat aber, ja, man hat die Schäden aufschreiben müssen und hat es dann mühselig an die Kollegen weitergeben müssen per Zettel. Und jetzt kann ich halt auch mal sagen, Leute, schaut her, ich habe da ein Bild, schaut euch das an, macht das wieder, richtet das wieder und dann muss das wieder passen. Ist auf alle Fälle eine wesentliche Erleichterung, weil man im Nachgang was nachschauen kann. Man kann zum Beispiel auch sagen, jetzt vielmals sind ja die Radwege, dann sind da irgendwo welche Beschilderungen. Dann kann man gleichzeitig noch auf der Zustandserfassung die Beschilderung mit anschauen und hat dann praktisch 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay. Das ist, ja, man glaubt immer gar nicht, wie viel da dranhängt an so einem Radweg. Wenn du so mit dem Rad fährst, dann kommt dir das alles ganz sauber und ordentlich vor, aber wie viel Arbeit da, wenn man jetzt gerade auch so das Wurzelwerk sieht, da dran ist, ne?
Das ist Frau Guttenberger, jetzt haben Sie die direkte Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der Radwege unterhält. Hätten Sie eine spontane Frage an den Herrn Kutsche zu seinem Arbeitsalltag? Also mich hat auch gerade interessiert, wie Sie schon gesagt hatten, im Winter und Herbst, ob Sie da eben auch kontrollieren und wie viel. Also wir haben es jetzt erst seit Oktober letzten Jahres. Wir haben eigentlich im Winter über fast nicht kontrolliert. Wie gesagt, da die meisten Radwege Wirtschaftswege sind, also Doppelnutzung haben, bis jetzt noch nicht. Also bis jetzt sind die Radwege im Winter eigentlich noch nie kontrolliert worden. Na ja, gut, du hast es ja auch, glaube ich, genutzt. Du hast ja das Handy dann auch umgestellt von Radwege aufs Straßennetz, um es für den Winterdienst zu nutzen, oder? Für einen normalen. Genau, für normalen Winterdienst. Die Winterdienstkontrollfahrten, die bei uns nachts um 3 starten, die zeichnen, wir haben ja vorher mit Zettel und Papier aufgezeichnet, so wie es wahrscheinlich jeder macht. Und seit diesem Winter haben wir es jetzt alles komplett mit dem Smartphone aufgezeichnet und sind da echt zufrieden. Haben uns dann einen kleinen Ordner angelegt also in der App angelegt mit Winterdienst und habe meine 2 Kollegen, die das mit mir machen, die Winterdienstkontrollen, gesagt, sie sollen eine kurze Sprachaufnahme machen, was ja möglich ist. Mit Uhrzeit, Wetter vorher, also was halt für Wetter gerade an dem Tag war und ob Winterdienst notwendig war. Finde ich für ganz gut. Vielleicht können wir es irgendwann mal brauchen, wenn es mal Und vor Gericht geht, vielleicht. wenn die Radwege jetzt Wirtschaftswege sind, dann meinst du, die werden dann sowieso geräumt oder werden befahren und deswegen oder fahren einfach im Winter so wenig Radfahrer auf den Radwegen? Also wir sind so ländlich, da sieht man selten auf die außerordentlichen Radwege, auf die Wirtschaftswege irgendein Fahrrad fahren. Und wenn, dann sind es nur wirklich ganz hartgesottene, die da fahren. So wie Das du. wissen die aber auch, dass da nicht geräumt und nicht gestreut wird. Weil du fährst ja auch jeden Tag zur Arbeit mit dem Rad, habe ich mitbekommen, oder? Wenn es geht, strampel ich meine 9 Kilometer einfach jeden Tag mit dem Fahrrad auf die Arbeit. Sauber, habe ich gesagt. Sauber. Aber Wir haben tatsächlich noch eine Frage aus dem Chat. ja. Gibt es Radwege durch den Forst in Treuchtlingen und wie oft müssen diese repariert werden? Also durch den Forst fällt mir jetzt ein Radweg ein, der geht durch ein Tal. Da kriegt man immer wieder von Bürgern Beschwerden, dass der Radweg gerichtet werden sollte. Aber da sind wir jetzt in der glücklichen Situation, dass der den Staatsforsten gehört und dass die sich dann darum kümmern und mir das dann bloß an die weitergeben. Genau. Frage an die Runde. Hat noch jemand, also ich meine, Sie können auch über die Frage und Antworten, über den Chat auch Fragen direkt an unsere Referenten, an unsere Gäste stellen. Deswegen, wenn es dazu zum Thema Unterhalt keine Fragen gibt. Sebastian, vielen Dank. Super, danke für deine Ausführungen. Bitte schön, kein Problem. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also vor den Unterhalt und die Pflege von Radwegen hat der liebe Gott die Planung gestellt. Ja, die mussten geplant werden. Und ich kenne die Folien vom Herrn Herbst schon eher und ich bin ganz erstaunt, was man alles beachten muss, um so einen Radweg zu planen. Deswegen, Herr Herbst, die Bühne frei für das Thema Radwegeplanung. Ja, Mensch, endlich. Da bin ich ja schon ganz heiß drauf. Vielen Dank. Schöne Grüße aus dem schönen Treuchtlingen an alle anderen, an alle Zuhörer. Ich greife gleich nochmal die Unterhaltsfrage auf, wenn ich darf. Wir haben tatsächlich, wie der Sebastian schon gesagt hat, doch natürlich einige Wege, die uns zwar nicht alle gehören, aber die teilweise eben auch asphaltiert, geschottert oder in anderer Ausbauqualität durch Waldstücke sind und dementsprechend ist auch diese Unterhaltsfrage ja entsprechender Ausbauqualität unterschiedlich anzuordnen. Also die meisten Wege, die wir dort als Radwege oder gekennzeichnet haben, sind auch Wirtschaftswege und von der Qualität her als Wirtschaftswege zu unterhalten. Das hängt von Unterhaltsmaßnahmen alle 10 bis 15 Jahre bis eben diese Schotterwege, wo man alle 3, 4 Jahre dann einmal wieder Schotter und Schlaglöcher ausbessern muss. Das sind dann diese Intervalle. Und von den Kosten her kommt es dann natürlich auch immer auf den Schädigungsgrad drauf an, weil gerade im Wald, daher zielt wahrscheinlich Ihre Frage auch ab, durch die Beschattung ist natürlich eine höhere Beanspruchung des Untergrunds gegeben oder auch durch die Wurzeln und dadurch auch unterschiedliche Schädigungsgrade. Jo,
Dann kehren wir doch einmal zur Planung zurück. Also die Planung, die hat uns so motiviert, weil wir gesagt haben, ich kam 2017 nach Treuchtlingen und habe eigentlich immer feststellen müssen, wenn man kleine Kinder hat, die Mehrheit von Ihnen wird es wissen, dass kleine Kinder eigentlich an Radwegen fast nicht oder beziehungsweise im Verkehr grundsätzlich nicht so wunderbar beachtet werden, sondern die Eltern müssen da die meiste Arbeit leisten. Insofern war 2018 bei uns das Ziel, wo wir uns gegeben haben, wir möchten jeden unserer Ortsteile mit einem vernünftigen, durchgängigen Radweg an das Ortszentrum anschließen. Und da begannen wir, ähnlich wie die Frau Guttenberger erklärt hat, mit unserer Zielnetzplanung, mit unseren Planungen, wo wir erst mal geschaut haben, was haben wir denn überhaupt in der Stadt Treuchtlingen an Radwegen vorhanden? Wo gibt es eventuell Ausbaubedarf? Wo gibt es eben auch Ziele, die erreicht werden müssten, wenn wir jetzt an unsere Kinder denken, da sind es natürlich die Schulen, die Freibäder, der Bahnhof und solche Strecken, weil grundsätzlich ist es ja so, dass immer noch auch bei uns im ländlichen Bereich oder vielleicht sogar verstärkt bei uns im ländlichen Bereich durch diese Omnipräsenz des Fahrzeuges, des PKWs, man gar nicht überlegt, wenn man einen Kilometer zurückzulegen hat, mit welchen Verkehrsmitteln, sondern man setzt sie einfach ins Auto und flucht dann, wenn man keinen Parkplatz findet. Und insofern haben wir da versucht, diese 5-Kilometer-Strecke, die ja prädestiniert ist für Radler, mal in Fokus zu nehmen und zu sagen, okay, jedes Kind sollte und jede Mutter sollte dann sicher denken können, dass das Kind auch sicher in die Schule kommt. Und so haben wir versucht, diese Planungen anzugehen. Mittlerweile ist der weitere Faktor dazugekommen, die E-Bikes, wo ja auch viele Senioren, auch wieder die schwächeren Verkehrsteilnehmer, aufs E-Bike umsteigen. Und gerade da haben wir natürlich auch wieder den Radwegfokus, weil wir da die Schotterwege, die wir ja viel haben bei uns im Stadtgebiet, weil die Schotterwege natürlich gerade in Kurvenbereichen, wenn ja, dieses etwas schwerere E-Bike doch nicht ganz so sauber zu steuern ist, gerade da sind die Schotterwege natürlich schlechter. Ja, dann können wir zur nächsten Folie wechseln, Frau Fürbeck. Zu Treuchtlingen allgemein, unsere 12 Ortsteile, der Sebastian hat es ja gerade gesagt, er wohnt nicht im entferntesten, sondern wir haben bis zu 12 Kilometer entfernte Ortsteile von der Kernstadt und die wollten wir alle durchgängig mit anbinden. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, wir sind aber dabei. Zu den Radwegen, zu den 60 Kilometer Radwegen können bei uns noch 500 Kilometer Feld- und Wirtschaftswege, die sich auf die 100 Quadratkilometer Gemeindefläche verteilen. Nur ein Funfact am Rande, wir haben auch noch 150 Kilometer GV-Straßen, also das ist schon eine Nummer. Wir könnten praktisch von Nürnberg auf München fahren bis München fahren mit unseren GV-Straßen, wenn man es aneinander reiht. Und alleine 180 Brücken schmücken unser kleines Gemeindegebiet. Davon gehört uns die Hälfte und das ist natürlich auch wieder ein Unterhaltsbatzen, der jetzt einmal außerhalb der Radwege ist. Aber ein großer Teil der Radwege führt natürlich auch entsprechend über unsere Brücken, die dann auch radwegtauglich entsprechend mit auszubauen sind. Gut, nehmen wir die nächste Folie. Und somit haben wir uns ja von der Planung her mal in diese Niederungen begeben und haben uns erst einmal überlegt, was haben wir denn alles? Auch unter dem Fokus Bürgerbeteiligung, das hatten wir auch ganz im Hinterkopf und haben das auch durchgeführt. Haben dann überlegt, welche Wege bei Lücken, die wir haben im Radwegenetz, eignen sich denn überhaupt zum Radwegausbau? Natürlich wieder in der Verbindung mit Wirtschaftsweg, weil wenn Sie anschauen, die landwirtschaftlichen Fahrzeuge sind in der Regel nicht mehr 2,50 Meter breit wie ein normales Fahrzeug. Der maximale LKW auf der Straße ist mit 2,50 Meter zugelassen. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge haben 3 Meter, vielleicht noch mehr in der Breite. Und da ist natürlich die Regelausbaubreite vom Radweg mit 2,50 Meter, die auch bezuschusst wird, die ist natürlich da denkbar ungeeignet, weil dann fährt der mit seinen beiden Rädern neben dem Radweg, bringt nicht wirklich etwas. Und ja, dann gibt es natürlich noch die ganz andere Frage, welche Punkte, welche Verkehrsströme, welche Ziele müssen wir zusätzlich zu den Radwegen entsprechend erschließen. Ja, und dann resultiert daraus unser Zielnetz oder unser Radwegenetzplan. Frau Fürbeck, das wäre die nächste Folie. Da haben wir mal unsere Radwege kartiert. Sie sehen da vielleicht den einen oder anderen blauen Abschnitt dazwischen. Das sind unsere Lücken, die wir in
ja, in relativ kurzer Zeit ausgebaut haben oder ausbauen werden. Da sind wir auch noch dabei. Beplant haben wir mittlerweile alle diese Lücken, aber wir sind noch nicht lückenlos. Das muss man leider gestehen. Nur als Beispiel eben, wie so ein Radwegenetzplan ausschauen kann, haben wir den da mal mit eingefügt. Ja, und die nächste Folie können wir auch schon nehmen. Da ist natürlich ganz wichtig in dieser Folie, wie es gerade eben auch von der Frau Guttenberger angesprochen wurde, die Bürgerbeteiligung. Die Bürgerbeteiligung haben wir als ja, hervorgehobenes Element durchgeführt, weil man darf nicht unterschätzen, wie die wunderschönen Planungen, wie Sie vorhin gesehen haben, in diesem Netzplan durchaus durch Haushaltszwänge manchmal zerschossen werden können. Im Gegensatz zur normalen Straßenplanung, wo Sie eigentlich immer eine Verkehrszählung haben, haben Sie natürlich für die Radwegeplanungen relativ wenig Zählungen. Wer zählt schon die Radfahrer und wer zählt denn die Radfahrer irgendwo am Zielnetz? Sie haben es ja vorhin in diesem rot gefärbten Plan gesehen, Sie haben oft 3, 4 parallele Radwege oder Wegemöglichkeiten. Die müssten Sie alle erfassen, um ein komplettes Zielnetz entsprechend oder eine komplette Streckenführung herausarbeiten zu können. Und ja, und da haben Sie natürlich dann Ihre Probleme. Zum einen vom Manpower her, zum anderen rentiert sich ja das erst einmal nicht, weil der Radfahrer an sich ja jetzt nicht unbedingt der in Fokus genommene Wähler des Kommunalpolitikers ist. Das muss man leider mal so drastisch sagen. Natürlich haben wir eine Planung, ist immer ein iterativer Prozess. Da können wir auch die nächste Folie gleich wieder nehmen. So eine Planung ist immer ein iterativer Prozess, der von einem Punkt zum anderen führt, von einem Argument zum nächsten, weil wir ja natürlich als Verkehrsplaner nicht nur das Fahrrad haben. Wenn wir jetzt isoliert das Fahrrad betrachten würden, dann können wir sagen, wir machen überall Fahrradstraßen, dann haben wir das Problem Radwege innerorts gelöst. Ist aber natürlich ein Trugschluss, weil wir dann die PKWs, die kriegen wir ja nicht weg, oder die LKWs oder alle anderen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Rollerfahrer und, und. Insofern haben wir dann gesagt, okay, mit dieser Phase 1, dem größeren Plan, mit den roten Strecken, den Sie vorhin gesehen haben, wenn wir dann Treuchtingen erreicht haben und die Planungen mittlerweile alle bis über die Vorentwurfsplanung gereift sind, haben wir uns innerorts diesen Zielnetzplan gegeben. Dieser Zielnetzplan ist jetzt ganz bewusst mit blauen Linien verbunden, die auch völlig wirr und durchgekreuzt von Straßen verbunden sind, weil wir eben gesagt haben, wir verbinden jetzt nur mal das Ziel A nach B und lassen den Weg offen. Mit diesem Zielnetzplan sind wir auch in die Öffentlichkeit gegangen, in den Stadtrat gegangen, in die Gremien, damit wir eben gesagt haben, wir geben jetzt keine planerischen Varianten für die Wege innerorts vor, sondern wir geben einfach nur diese Zielpunkte vor. Diese Zielpunkte haben wir uns abnicken und bestätigen lassen. Also Sie sehen da zum Beispiel den Bahnhof, Sie sehen zum Beispiel das Schulzentrum, Sie sehen das Freibad. Natürlich ist auch ein Ziel das Rathaus, ist ja ganz klar, weil wir müssen ja genauso wie der Bauhof ebenfalls ein Ziel ist, wir wollen ja an unsere Arbeitsstätten kommen. Irgendwo darf man auch einmal an sich denken. Und diesen Plan haben wir uns, wie gesagt, abnicken lassen. Und dann haben sich sehr, sehr schnell, auch mit Beteiligung der Öffentlichkeit, die Problempunkte herauskristallisiert. Wo man zum Beispiel sagt, ja, vom Bahnhof, das wäre jetzt dieser Punkt 6, zur Schule, das wäre dieser Punkt 8, da haben wir ja eine enge Kreuzung, da haben wir Radwege nicht vorhanden, da könnten wir über Treppenanlagen gehen und lauter solche Sachen. Also das begreift dann im Prinzip jeder, was hier für Probleme auftreten. Und dann kommen die verschiedenen Planungsvarianten ins Spiel, die ebenfalls Frau Guttenberger schon angesprochen hat, mit Schutzstreifen, mit Radfahrausbau, mit Radstraßen, mit eventuell Rücknahme von Parkplätzen, mit eventuell Entfernung eines Baumes. Und Sie sehen schon an meinen Schilderungen, da haben Sie natürlich mit jeder Nennung eines Problempunktes den Widerstand schon auf den Plan gerufen. Wenn Sie heutzutage einen Baum für einen Radweg fällen wollen, haben Sie ein riesengroßes Problem. Wenn Sie sagen, Sie wollen einen Radweg über ein Privatgrundstück legen, dann haben Sie natürlich den Widersacher, dem das Grundstück gehört. Wenn Sie einen Parkplatz wegnehmen wollen, haben Sie am Land ganze Bevölkerungsstriche gegen sich. Und ja, so geht es dann weiter. Aber wir haben das Ganze dann in Umfragen gepackt, passt, das können wir es da lassen. Wir haben das Ganze dann eben in Umfragen gepackt, das war zu Beginn Corona, da haben wir die Hochschule hier, die ansässige in Treuchtingen,
gewonnen gehabt, wollten eigentlich mit Umfragen die Leute und die Radler befragen, wo es Probleme gibt, live befragen, und dann kam Corona. Dann haben wir das ganze Ding umgeschrieben zu einer Online-Umfrage und haben eine relativ gute Beteiligung gehabt und haben dann natürlich auch wieder diese Problempunkte erhalten. Und Sie sehen es in Treuchtlingen, wir sind ja als Eisenbahner Knotenpunkt von vielen Unterführungen durchzogen. Und wie sich das ganze Verkehrsnetz in Treuchtlingen entwickelt hat, hat kein Mensch ans Fahrrad gedacht. Jeder dachte an die Eisenbahn, an Fahrzeuge, an PKWs, an Pferdekutschen, keine Ahnung, aber an Fahrräder haben wir überhaupt nicht gedacht und schon gleich gar nicht an die Kombination PKW-Fahrrad. Und insofern waren im Prinzip alle Bahnunterführungen, die Sie jetzt da haben, entweder für Fußgänger oder für PKWs, LKWs oder für Fußgänger und Fahrbahn ausgebaut, aber keine einzige Radquerung, die wir hier im Stadtgebiet haben. Da sind wir jetzt auch dabei, das zu ändern. Wir werden jetzt mit der Bahn peu à peu die Unterführungen sanieren und dann äußern wir natürlich das Verlangen, dass wir hier noch entsprechend einen Radgehweg, also die entsprechenden Breiten, mit dran kriegen, um eben auch einen Radfahrer sicher zu fahren, zu führen, weil auch ein kombinierter Radgehweg im innerstädtischen Bereich mit eingeschränkten Sichtachsen und so weiter, ist natürlich immer ein Problempunkt. Zwar nicht mehr, dass der Radler sich durch einen PKW gefährdet fühlt, aber der Fußgänger fühlt sich wiederum vom Fahrradfahrer gefährdet. Gut, da können wir die nächste Folie nehmen. Und da haben wir nochmal die Daten dieser Bürgerbeteiligung zusammengefasst, was ich vorhin schon erzählt hatte. Wir haben also 525 Datensätze insgesamt bekommen, mit vielen, vielen auch Bemerkungen und Anregungen, die wir dann peu à peu jetzt in der Umsetzung begriffen sind, was natürlich dann auch das eine oder andere Mal in kontroversen Diskussionen bei der Politik wieder endet, aber ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Wir können weitermachen. Jetzt haben wir den kleinen Break, ne, weil der Herbst, für alle Teilnehmer, der Herbst hat noch ganz viele Folien auch zur Planung und zur Bürgerbeteiligung gehabt. Und wir haben schon gesagt, da müssen wir wahrscheinlich super, wir können ein zweites Webinar damit planen. Ja, ich wollte es bloß sagen, es gibt jetzt, wir springen eine Folie weiter. Die Folien vom Herrn Herbst sind aber im Nachgang auch da. Und ich glaube, Sie beantworten bestimmt auch Fragen dahingehend, wenn Sie jemanden kontaktieren will. Na, selbstverständlich, das kriegen wir alles auf die Reihe. Die Folien, wie die Frau Fürbeck jetzt angesprochen hat, das war im Prinzip mal der Planungsgang von Wunsch der Bürger, von dieser Zielnetzplanung über Wunsch der Bürger, dann Trassenfindung über verschiedenste Varianten bis hin zur Entwurfsplanung, wo wir jetzt stehen und wo wir jetzt davor betteln, mehr oder weniger, und nach Zuschüssen lechzen, um das auch umsetzen zu können. Das war jetzt ganz kompakt das, was die Frau Fürbeck rausgenommen hat. Ja. Gut, wenn Sie dann Radwege bauen, gibt es die verschiedensten Vorschriften, Verkehrsplaner kennen das, Empfehlungen für die Anlage von Radverkehrsanlagen über die Anlage von Stadtstraßen und, die verschiedenen Bundesgesetzgebungen, natürlich die Straßenverkehrsordnung und auch die Straßen- und Wegegesetze der Länder, um jetzt mal nur einige zu nennen. Oftmals sind diese Vorschriften und Empfehlungen auch nicht ganz so zügig oder beziehungsweise so schlüssig, weil es ein oder andere Mal nicht unbedingt eine absolut roter Faden zu erkennen ist. Was ich immer plädiere als Radfahrer, wenn man das so sagen will, schauen Sie drauf, wenn Sie das planen, dass Sie nicht strikt alle Regeln, alle Planungsgrundsätze für den PKW-Verkehr berücksichtigen, sondern schauen Sie auch auf eine gewisse Stetigkeit der Planungen für die Radverkehrsanlagen. Gerade wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann tut Ihnen das Anfahren immer besonders weh. Während Sie im PKW aufs Gaspedal drücken, müssen Sie mit dem Fahrrad wirklich strampeln. Und dieses Strampeln sollten Sie auch gerade beim Fahrradfahren vermeiden. In der Straßenbahnplanung gibt es das sogenannte, die stetige Linienführung, wo Sie eben ganz zügig und ohne große ruckartige Schwankungen, Brems- und Verzögerungen und Beschleunigungen arbeiten müssen. Und ähnlich sehe ich das eigentlich auch beim Fahrradfahren. Wie man es oft sieht, dass man an jedem landwirtschaftlichen Anwesen dann wieder ihre Absenkungen, ihre Verschwenkungen haben. Oder ganz lustig sind auch diese kurzen Schleifen um irgendwelche Bäume rum.
da tun Sie sich als Fahrradfahrer keinen Gefallen und so locken Sie auch niemanden aufs Fahrrad, meines Erachtens. Sondern wenn Sie hier stetige Linienführungen haben, sind Sie viel, viel besser damit bedient und kriegen auch den ein oder anderen Fahrradfahrer zumindest im Sommer weg vom Auto und hin zum Fahrrad. Herr Herbst, ich kriege gerade eine rote Fahne, dass wir drauf und dran sind, unser Zeitlimit zu sprechen. Ja, wir haben nur noch 2 Folien. Ja, ja, deswegen, die Folie, die war drin tatsächlich, weil wir die Frage gestellt haben nach den Kosten der Sanierung. Ne? Aber wie man auch schon sieht, von bis, das würde zu weit führen, das auszuführen. Deswegen. Genau. Mache ich mal ganz frech sozusagen die letzte, die dann auch die hervorragende Überleitung zur Frau Schlosser bringt, weil da warten, glaube ich, auch schon ganz viele drauf auf das Thema Förderprogramme. Wenn Sie da noch was dazu sagen wollen, wäre es natürlich eine super Überleitung. Ja, das kann man auch ganz schnell überleiten, weil die Förderprogramme macht bei uns die Kämmerei. Also wir planen und wenn die Planung in der Regel als Entwurfsplanung oder Vorentwurfsplanung steht und auch vom Stadtrat abgewunken ist, dann gehen wir das weiter an die Kämmerei und da, Sie sehen es auch hier aufgeführt, sind nicht immer die Zuschuss- und Förderprogramme für Radwege das Sinnvolle, sondern oftmals auch für Wirtschaftswege oder für überregionale Verbindungen, weil man dann unterm Strich für die Gesamtmaßnahme gefördert kommt, bekommt auch für einen geringeren Fördersatz, wie jetzt für Radwege da sind. Aber oftmals ist dann für die Kommune doch ein größeres Plus da, wie wenn man reine Fördermaßnahmen für Fahrradanlagen in Anspruch nimmt. Also wir haben ja im Vorfeld auch Kommunen befragt. Ich habe jeden, wir haben ja jetzt tatsächlich letzte Woche auch 2 Starts gehabt in Kommunen, die jetzt mit uns arbeiten, ne, zum Thema Förderprogramme. Die Aussagen waren ganz unterschiedlich. Gestern waren wir zum Beispiel in Freistadt. Die haben tatsächlich fast alle ihre, was heißt fast? Er hat mir gesagt, alle Radwege. Sie haben nichts gebaut ohne eine Förderung. Sonst hätte der Kämmerer in dem Fall gleich gesagt, nö, ja. Schöne Idee, aber nein, danke. Ne? Deswegen, ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Ausführungen. Deswegen muss ich Sie leider unterbrechen, sonst rennt uns die Zeit davon. Ne? Und nimm sofort hier die Brücke zur Frau Schlosser, die steht schon in den Startlöchern zum Thema Förderprogramme. Möchtest du selber durch die Folien klicken oder soll ich das für dich machen, Eka? Das wäre super, wenn du das übernimmst. Also zunächst mal danke, Herr Herbst, für die tolle Überleitung. Und von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer für die rege Zuschauerzahl, das ist ja der Wahnsinn. Dann vielleicht nochmal vorneweg, Fördermittel sind ja, sage ich mal, ein eher trockenes Thema. Ich hoffe, das sieht man mir jetzt auch ein bisschen nach. Aber ich glaube natürlich auch für die meisten sehr, sehr spannend heute. Auch nochmal wichtig vorneweg, Förderungen sind ja immer bundeslandabhängig und auch sehr spezifisch. Deshalb können wir jetzt heute in diesem Rahmen nicht individuell beraten. Aber was wir heute machen wollen, ist, dass wir Ihnen mal einen allgemeinen Überblick verschaffen und Ihnen mal aufzeigen, was gibt es denn gerade überhaupt, was könnte spannend sein. Und Förderprojekte sind natürlich für uns von Vialytics auch ein besonderes Herzensthema. Wir haben schon 2-mal bei den Future Communities gewonnen, haben bei der Incomo-Förderung mitgemacht und im Förderprogramm Starke Heimat Hessen. Im Grunde als digitalen Baustein für viele unserer Partnerkommunen. Super wichtiges Thema. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel auch vom Bundesministerium für Wirtschaft, Wohnungsbau und Tourismus im Rahmen des KI-Innovationswettbewerbs eine Förderung für unser Innovationsprojekt bekommen. ZAVES hieß das, zeitliche Analyse von visuellen Informationen der Straßenoberfläche. Und somit konnten wir auch unser Vialytics-System weiterentwickeln. Also wir stecken da im Grunde auch in ähnlichen Schuhen wie Sie als Kommune. Und was ich damit vor allem sagen möchte, also wir wissen, wie wichtig Förderungen sind, dass man mit denen unglaublich viel bewegen kann, aber eben auch, dass der Weg dorthin, gerade, sage ich mal, im Förder- und Bürokratie-Dschungel nicht immer der einfachste ist. Deshalb vorneweg nochmal eine kleine Auflockerungsumfrage. Und zwar, haben Sie bereits Förderungen in Anspruch genommen? Petra, ich muss dich bitten, einmal kurz die Umfrage zu starten. Sehr gut.
Genau, haben Sie bereits Fördermittel in Anspruch genommen? Bitte einmal kurz abstimmen. Warten wir noch mal kurz auf die letzten Antworten. Ich glaube, jetzt kann man die Umfrage auch wieder auswerten. Ah, sehr gut. Ah ja, wunderbar. Ja, für Straßen und Radwege haben die meisten geantwortet. Ist dennoch durchwachsen. Dementsprechend ist, glaube ich, heute noch mal für alle was dabei. Dann schließe ich mal. Genau. Dann im Zuge des Klimaschutzprogramms 2030 wurden von der Bundesregierung zahlreiche Förderprogramme ins Leben gerufen, gerade um auch die Mobilitätswende zu unterstützen und den Radverkehr zu stärken. Und für den Radverkehr wurden weitere 900 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die unterschiedlichen Programme mit entsprechenden Fördermöglichkeiten sind da ganz divers. Zum Beispiel die Erweiterung des Radwegenetzes Deutschland, das bereits bestehende Finanzhilfeprogramm für Radschnellwege, der nationale Radverkehrsplan und Klimaschutz durch Radverkehr. Genau, also ganz unterschiedliche Themen. Dann haben wir auch noch das Sonderprogramm Stadt und Land. Das hat der Herr Herbst kurz angeschnitten vorhin. Und das wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Klimaschutzprogramms mit 660 Millionen Euro für den Radverkehr freigegeben. Und das kennen vielleicht einige von Ihnen schon. Das ist, sage ich mal, glaube ich, das größte und bekannteste Förderprojekt. Und da die Auflage des Programms vorsieht, dass alle beantragten Maßnahmen, gerade die Investiven, bis Ende 2023 final umgesetzt sein müssen, würde ich mal sagen, es ist eher eine sehr sportliche Herausforderung. Dennoch wurden die Mittel, die auf die Bundesländer verteilt wurden, sehr schnell abgerufen. Schöne Nachricht ist dabei, dass weitere 302 Millionen Euro für den Schwerpunkt Vision Zero freigemacht werden würden. Das BAG, also das Bundesamt für Güterverkehr, das diesmal der Projektträger ist, mit denen hat meine Kollegin, die Frau Mohr, die heute eigentlich hätte da sein sollen, vorab gesprochen. Und sie hat die Auskunft erhalten, dass man die Freigabe der Gelder Mitte des Jahres sehr zuverlässig sehr zuversichtlich rechnen kann. Deshalb leider hier wieder Deadline der Maßnahmen bis Ende 2023, aber es wird gehofft, dass das Programm auch weiterhin bestehen bleiben soll. Genau, auch wenn die Information hier für den weiteren Schwerpunkt, sage ich mal, noch nicht im Detail bekannt ist, für Sie aber vielleicht gerade für die Sanierung und gerade das Fahrradparken auch vielleicht zentral wichtig sein könnte. Meine Empfehlung hier schon vorher mit der Antragsvorbereitung starten, damit man da frühzeitig einreichen kann. So, dann gibt es noch das Programm Klimaschutz durch Radverkehr. Wichtig ist vielleicht heute auch noch, dass wir nicht nur einen Ausblick geben auf kommende Förderprogramme, sondern auch Förderprogramme Ihnen vorstellen, die investive und nicht investive Maßnahmen, sowas wie Fahrradparken zum Beispiel abdecken und die aktuell noch laufen. Genau, da gibt es hier die Nationale Klimaschutzinitiative, kurz NKI. Das ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Projektträger ist in der Zwischenzeit die Zukunft Umwelt GmbH in Berlin und allen voran der Förderaufruf Klimaschutz durch Radverkehr. Hier werden regionale investive und vorbildhafte Modellprojekte, ich sage mal, die zur Mobilitätswende und zur Senkung der CO2-Emissionen beitragen, gefördert. Ziel ist damit, eine radfreundliche Infrastruktur zu schaffen, die Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg auf das Fahrrad überzeugt. Da werden im Grunde Maßnahmenbündeln gefordert, also Kombinationen aus unterschiedlichen investiven Maßnahmen. Es kann zum Beispiel sein Ausbau von Fahrradachsen in Kombination mit Fahrradabstellanlagen oder Lade- und Reparaturstationen. Einziges Manko, die Hürde in dem Programm ist der Mindestbetrag von 200.000 Euro, aber Vorteil oder in jedem Teilvorhaben eines Verbundprojekts sollen Gesamtausgaben entstehen, die eine Zuwendung von mindestens 50.000 Euro ergeben. Aber reizvoll in dem Programm, gerade trotz der Hürde, sage ich mal, des Mindestbetrags, ist die erhöhte Förderquote. Genau.
Kurzer Einschub noch, Anträge, die bis zum Ende des Jahres gestellt werden, gilt vorbehaltlich der beihilferechtliche Zulässigkeit eine erhöhte Förderquote bis zu 80%. Und finanzschwache Kommunen können in diesem Zeitraum eine Förderung von bis zu 100% beantragen. Dazu muss man lediglich bis zum spätestens diesen 30. April eine Skizze einreichen. Zwar sehr knapp von der Deadline her, aber falls man danach noch was einreicht, sind die Förderquoten bei finanzschwachen Kommunen immer noch bei 75-90%. Noch ein Pluspunkt wäre zwischen den Zeilen, dass dieses Programm auch noch eine Weile läuft. Dann möchte ich auch noch hinweisen, die Zukunft Umweltgesellschaft bietet auch sehr, sehr gute Beratung in diesem Programm. Also wenn Sie da noch nachträglich Fragen haben, gerne sich auch Zukunft Umweltgesellschaft wenden. Genau, dann perfekte Folie, Bike and Ride Offensive. Das Ziel ist hier, bis zum Ende vom Jahr 100.000 zusätzliche Bike and Ride Plätze deutschlandweit zu errichten. Das ist eine Kooperation vom Bundes. Ich würde aus Zeitgründen inhaltlich jetzt hier nicht mehr einsteigen. Wie gesagt, wir schicken alle Folien weiter. Vielleicht nochmal die nächste Folie, Petra. Genau, dann haben wir noch den nationalen Radverkehrsplan. Grundlage ist hier die Richtlinie zur Förderung von nicht-investiven Maßnahmen zur Umsetzung des nationalen Radverkehrsplans. Bis zur vollständigen Erarbeitung des Förderaufrufs können weiterhin Anträge gestellt werden. Das Bundesamt für Güterverkehr bittet hier eigentlich nur um eine kurze Kontaktaufnahme vor Einreichung der Anträge. Dann bitte die nächste Folie. Dann auch noch sehr spannend, das Service- und Kompetenzzentrum am Deutschen Institut für Urbanistik bietet Beratungsleistungen zu den Förderprogrammen der Internationalen Klimaschutzinitiative an. Darunter fallen Programme wie Klimaschutz durch Radverkehr und die Bike-and-Ride-Offensive von vorhin. Zudem bietet sich auch eine Fokusberatung hier wieder an. Ganz oben in der Folie angeführt, Beratungsangebote und Anträge für Förderungen könnten zum Beispiel sein, die Errichtung von Mobilitätsstationen, Wegweisung und Signalisierung für den Radverkehr, Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und des Infrastruktur, Errichtung von Radabstellanlagen und Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur. Genau. Nächste Folie bitte. Genau, die Beratung durch das Service- und Kompetenzzentrum ist natürlich auch wichtig, weil strategische Maßnahmen können auch gefördert werden. Das können zum Beispiel sein Anspruchnahme von Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz, Fokuskonzepte, Umsetzungsmanagement, aber auch die Erstellung von Machbarkeitsstudien. Da gibt es auch wieder ein großes Beratungsangebot, sowohl vor Ort als auch online. Und dann noch mal zuletzt wieder im Grunde den Bogen schlagen zur Frau Guttenberger. Und zwar mit der nächsten Folie einmal. Ja, genau, weil es stehen für den Radverkehr auch nicht nur Förderung von der Bundesebene bereit, sondern auch auf Landesebene. Und gerade die jeweiligen Landes- und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetze werden Fördermittel für den Radverkehr bereitgestellt und aktuell auch aufgestockt. Gerade der AGFK Bayern bietet hier, wie man so schön sieht, einen tollen und vorbildlichen Überblick über die Fördermöglichkeiten auf Landesebenen. Frau Guttenberger hat das Thema ja vorhin bereits schon angeschnitten. Hier aufgeführt ist zum Beispiel die Möglichkeit des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Und vielleicht auch noch wichtig für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute nicht aus Bayern sind, da gibt es noch die Förderfibel. Bitte einmal weiterklicken. Genau, die wurde nämlich im Rahmen eines Projektes des Nationalen Radverkehrsplans entwickelt. Super interaktive Seite, da kann man eigentlich nach allem suchen, was gerade in dem jeweilig geltenden Bundesland wichtig für einen selber ist. Genau, dann letzte Folie bitte. Und zwar nochmal im Grunde das Sahnehäubchen, und zwar man kann Fördermittel auch kombinieren. Und zwar Fördermittel auf Landesebene mit Fördermitteln auf Bundesebene und auch mit Krediten kombinierbar.
Die KVW Bank bietet beispielsweise Investitionskredite im Rahmen der nachhaltigen Mobilität an, fördert damit Investitionen in Projekten für klimafreundliche Mobilität. Beispielhaft wäre Fuß- und Radwege, Fahrradabstellanlagen, Fußgängerzonen mit Sitzmöglichkeiten, dann aber auch die Umwidmung von im Grunde Autostraßen zu Fahrradstraßen. Bekanntes Beispiel die Stadt Ellwangen. Die haben eine 800 Meter lange Straße rad- und fußgängerfreundlich gemacht und dabei Gelder aus dem Sonderprogramm Stadt und Land und die Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetze des Landes verwendet. Förderprogramme wie Stadt und Land beinhalten auch eine Planungskostenpauschale. Jetzt nochmal bitte kurz aufpassen, unter der die Kosten Dritter gefördert werden können. Erfassen Sie also beispielsweise mit unserem Vialytics-System den Zustand Ihrer Radwege und wird ausgehend von dieser Bewertungsgrundlage eine investive Maßnahme umgesetzt, können Sie unser System unter der Planungskostenpauschale tatsächlich fördern lassen. Diese fällt innerhalb der Förderprogramme und landeseigenen Verkehrsfinanzierungsgesetze unterschiedlich hoch aus, da können wir leider nichts pauschal sagen, aber in der Regel zwischen 10% und 20%. Genau, da haben Sie jetzt den großen Batzen Förderungen auch hinter sich. Zum Abschluss gerne noch mal kurz auf die Umfrage antworten. Und zwar, an welcher Stelle scheiterte denn vielleicht in der Historie bei Ihnen der Antragstellung bis jetzt eine Förderung? Gab es da vielleicht Gründe? So, jetzt trudeln gerade noch die letzten Antworten ein. Ja, das habe ich mir gedacht. Personalmangel natürlich großes Thema. Ich habe es gerade auch in den Kommentaren schon gesehen. Natürlich ist der Personalmangel in den Kommunen überall vorherrschend und im Grunde immer dann eine Hürde. Also da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das ein großer Punkt ist. Also von meiner Seite aus schon mal vielen Dank für die Geduld, auch dass wir etwas überzogen haben. Ich glaube, wir haben zuletzt jetzt noch eine finale Umfrage, aber ich würde noch mal kurz den Ball zurückspielen auf die Frau Fürbeck. Die finale Umfrage ganz zum Schluss? Nein, noch nicht ganz. Ich möchte das Ganze noch einmal abrunden. Wir haben Fragen und Antworten jetzt noch offen. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen, weil die meisten das auch eingeplant haben, sich wahrscheinlich für eine Stunde. Alle Fragen, die Sie gestellt haben an uns, beantworten wir in dem Fall direkt an Sie. Sie werden im Nachgang, wie gesagt, die Aufzeichnung und die Folien als PDF bekommen. Und in der Mail, die Sie erreicht, wird auch die jeweilige Ansprechpartner in Ihrer Region mit aufgeführt sein, wohin Sie dann auch alle Fragen stellen können. Ilka, was die letzte Umfrage? Wollen wir sie starten? Gerne. Wir wollen ja alle in die Sonne entlassen. Genau, alle in die Sonne. Und zwar ist uns natürlich Ihr Feedback wichtig, was Sie von dem Webinar halten. Und deswegen die Frage an Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Info-Webinar weiterempfehlen würden? Wunderbar, vielen. Ein paar Antworten kommen noch. Vielen Dank. Man wird nicht immer einer Meinung sein, aber tatsächlich der Großteil hat doch gesagt, er würde es weiterempfehlen. Und deswegen, wir sind da hoffentlich auf dem richtigen Weg und werden uns beim nächsten Mal verbessern. Auf jeden Fall, was vielleicht unser Zeitmanagement betrifft.
In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich möchte allen meinen Gästen danken und unseren Referenten, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zu unterstützen. Und in diesem Fall erlasse ich Sie aus in die Sonne, ab zum Kaffee und bedanke mich für Ihre Teilnahme. Vielen Dank. Danke Ihnen. So, Dankeschön. So, hoffentlich jetzt passt. Dann noch allen einen schönen Nachmittag. Ja, schönen Urlaub, Sebastian. Ja, nächste Woche muss ich in die Schule, so viel Urlaub ist nicht mehr.